Das Wachstum von Oracle stagniert. Im abgelaufenen Quartal konnte der SAP-Rivale seinen Umsatz nicht steigern. Auch im Gesamtjahr kam Oracle nicht vom Fleck. Dank Kosteneinsparungen stieg der Gewinn aber um 10% auf 3,8 Milliarden Dollar. Auch wenn die Dividende verdoppelt wurde, fiel die Aktie nachbörslich um mehr als 8%. Das soziale Netzwerk Facebook hat seinen Dienst Instagram um Videos erweitert. So können die Nutzer Clips von bis zu 15 Sekunden miteinander teilen. Das Besondere sind 13 Farbfilter, mit denen man die Videos bearbeiten kann. Diese Technik hatte Instagram schon bei Fotos populär gemacht. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hat sich negativ zum französischen Bankensektor geäußert. Es ist von wachsenden industriellen Risiken die Rede. Die schwache Wirtschaft drücke auf die Umsätze. Die Einstufung wurde beibehalten, allerdings sei eine schlechtere Beurteilung der Kreditwürdigkeit in der Zukunft möglich, so S&P.